Und bitte. Ladies and Gentlemen, die Mutter aller Kilogramme. Im Auftrag des norwegischen Eichamts kontrolliert die Wissenschaftlerin Marie die Messgeräte des Landes. Ein ziemlich eintöniger Job, der darin gipfelt, dass sie sich mit dem Urkilo, also der Referenz unserer allgemeingültigen Gewichtseinheit, beschäftigen muss. Öffnen Sie das bitte. Nein, es ist nicht möglich. Man darf es nicht anfassen. Das Gewicht könnte sich verändern. Die Ehe ist gescheitert, der Ex-Mann holt nach und nach die Möbel aus der Wohnung. Ihr Vater leidet einen Herzinfarkt und sie fährt an seiner Stelle nach Paris, um das norwegische Referenzkilogramm anhand des französischen Urkilos überprüfen zu lassen. Dabei trifft sie auf einen spontanen Franzosen und ahnt, dass es mehr geben muss als dröge Wissenschaft. Ist das das norwegische Kilo? Ja. Ganz schön schwer, oder? Die schwerste Last trägt er auf seinen Schultern, der nichts zu tragen hat. Ja. Die strenge Ästhetik der Bilder weist allein durch die Farbgebung auf die Gegensätze hin. Auf der einen Seite das kühle Blau der Welt, der Maßeinheiten und einer von Einsamkeit und Ordnung geprägten Welt. Auf der anderen die warmen Farben von Paris, die Dynamik und das liebenswerte Chaos der Emotionen. Und die Liebe. Wie viel wiegt die, Maria?